So, mein Lieben. Also, wir sind offensichtlich, legen wir schon los. Sorry, dass ich ein bisschen spät dran bin, aber ich bin auch nur ein Mensch. Musste auch mal wie ein Mensch aufs Klo. Also, wir sind bei Leisure Underdogs. Wir sind jetzt in der zweiten Runde und es ist das Lower Bracket. Das heißt, wer hier verliert, der fliegt aus dem Turnier, fliegt damit, hat damit seine Chance vertan, hier auf die Finals. Auf die Finals zu kommen, und der Sieger hat die Möglichkeit, dann gegen Allronix mal sein Glück zu versuchen. Wir spielen natürlich wieder Cash. Overpass war schon die harte Ausnahme. Hier ein Mensch. Das ist natürlich die harte Ausnahme, dass wir mal Overpass zu sehen bekommen haben. Meistens Mirage und natürlich. Natürlich Catch. Was ist mit der pinken Pulle von Knochen im Rucksack? Die hätte natürlich etwas getaucht. Die hätte jetzt nicht was geholfen. So, Leisure hat die Möglichkeit. Die Runde hier vielleicht sogar noch anzugehen. Sie haben gute Chancen mit den Pistols. Die Fuse-Kit ist nicht da. Das heißt, man muss es relativ bald tun. Aber die Bombe liegt noch nicht allzu lange. Also sieht schon noch Chancen da. Cressy guckt, dass er dichter an den Spot rankommt, um eventuell Spieler da zu erwischen. Und die Smoke liegt nicht hundertprozentig. Also hat eine gute Möglichkeit, von der Seite reinzuhalten. 2:0 Underdogs. Alles safe, alles sicher soweit. So, jetzt geht's natürlich in die Piste. Pod. So, wir sind in der ersten Waffenrunde. Tony hat auf Rüstung verzichtet, damit er mit viel spielen kann. Die kann ich jetzt unter Umständen als Problem darstellen. War deswegen viel zu offensiv. Farben kommt durch. Oh, Stefan im 1 gegen, was weiß ich, wie viele Leute da am Schacht rumrennen. Ja, zwei Leute, die sich relativ schnell gegenseitig helfen könnten. Mal gucken, ob Stefan das aufnehmen kann. Das ist eine Runde. Cressy ist down. Aber das hilft ihm nicht weiter. Jin kommt nachgeschoben. Und er holt sich gleich auch noch Felix. Schön nachgesetzt. 4:0 Underdogs. So, dann hat Leisure dann erneut Geldprobleme. Also höchstwahrscheinlich dann nochmal durch die Eco gehen. Felix hat eine Flash zur Verfügung, die könnte er unter Umständen einsetzen, um vielleicht seinem Mate eine kleine Unterstützung zu geben. Boah, die saß wunderbar. Vier Leute komplett blind. Das Problem ist, dass keiner da ist, der da aushelfen könnte. Die Position oben wurde so ein bisschen grenzwertig überprüft. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass Tony hier eine Menge Überraschungseffekt bekommt. Ich bin mal gespannt, ob die Underdogs nochmal hinschauen. Wow, Xen. Da holt er ihn einfach. Tony, wie gesagt, mit dem Überraschungseffekt gut dabei. Xen hat da, glaube ich, gerade jemanden durch die Tür erschossen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, hier liegt er.
Ist natürlich eine Standard-Bang-Posi, aber ein bisschen übel, dass das genau in dem Moment passiert. Zurück. Ah, da war ein Ticket zu spät. Robson gelingt es, ihn festzunageln. Und damit Überzahlsituation. Auch wenn die beiden Underdog-Spieler hier schon auf dem Spot sind. Die Frage, ob sie noch... weiter rankommen. Stefan muss natürlich warten. Sie brauchen unbedingt die Überzahl. Alle Spieler sind schon bereit. Sie wissen ganz genau, was hier gleich passiert. Und Robson sollte nach Möglichkeiten nicht den ersten Schritt machen. Ah, Robson, jawohl, gewinnt sein Duell. Wichtige, wichtige Entscheidung, die da gerade gefallen ist. Damit fällt auch Cressy. Und Leisure holt sich hier die Echo. 1:4. Sehr, sehr gute Runde von ihnen. Vor allem von Robson natürlich. Das hat sich definitiv gelohnt. Es wird nicht ganz klar, warum Underdogs abgebrochen hat. Sie hätten ja durchaus den Go durchziehen können nach diesem schnellen Entry, nachdem man oben den Spieler von der Box geholt hatte. Vielleicht hatten sie ein bisschen zu sehr Angst, dass es ein Stack sein könnte. Vielleicht war das der Grund für die Entscheidung. Haben sie sich erstmal wieder zurückgezogen. So, Stefan. Jawohl, die sind in den Boden reinhuschen. Macht doch gut Schaden. Aber dann verletzt sie ein bisschen. Und Stefan muss jetzt echt gucken, dass er langsam aber sicher seine Position ändert. Sonst wird er wahrscheinlich recht schnell angegriffen werden. Faven von der Seite hat natürlich einen riesen Vorteil als Position. Aber das bisschen gibt ihm ordentlich Zeit. Und jetzt der Molotov dahinter. Faven muss raus. Und dann hat Stefan noch mehr Gelegenheit, ihn vielleicht von der Seite anzugreifen. Jawohl, wunderschön gespielt von Stefan. 2:4. Und damit hat sich Leisure hier die eventuell Eco beim Gegner erarbeitet. Nein, ich denke, Underdogs wird dann nochmal nachkaufen, auch wenn Port dann nicht allzu viel Geld hat. Aber wichtige Runde auf dem Weg, zumindest die Economy des Gegners zu brechen. Leichter Boost, damit er über die Whitebox schauen kann. Ist eine Möglichkeit. Boah, was für eine Position. Wie tief der Jin reinzielt. Und dann hat er natürlich das Pech, dass ausgerechnet die AWP dort offensiv kommt. Er hat schon komplett richtig gezielt Richtung Tür. Jetzt sehen wir mal von der anderen Seite, wie wenig man eigentlich zu sehen bekommt hier. Kann man überhaupt durch? Kann man da durchgucken? Nee. Aber wie wenig man hier eigentlich zu sehen bekommt, wie schwierig es ist, den Gegner da hinten auszumachen. Wenn er nicht im Zoom hier rumgegangen wäre, hätte Jin wahrscheinlich gute Chancen gehabt. Und damit hat natürlich Underdogs hier einen Spielernachteil. Toni mit RWP zum zweiten. Schön aufgepasst. So, diesmal ist Vladirox hinten, der Spieler on spot. Stefan als Supporter dabei. Weil sie den Schachtgang eingenommen haben. Und der Molotov verzögert es noch ein bisschen. Faven hat dann mächtig Glück, dass er sich nicht noch weiter zu ihm ausbreitet. Nochmal eine Gegenflash. 17 Sekunden nur noch auf der Uhr. Leisure steht schon komplett bereit, um sie dann abzufangen. Gar keine Chance, auf den Spot zu kommen. Xen wirft die Bombe weg. Hofft, dass er sich aus dem Staub machen kann. Aber das wird ihm nicht gegönnt. 3:4. Leisure auf dem Weg hier aufzuholen. Und jetzt sollte es eigentlich eine Eco geben. Also perfekte Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen.
Vorbereitungen für den Aargau laufen. Mit der Piste ist natürlich die große Aufgabe, hier möglichst schnell in den Nahkampf zu kommen. Vielleicht den Gegner ein bisschen zu umlaufen. Vielleicht hat er eine gute Gelegenheit gehabt, Xenet ihn aus dem Spiel. Aber weiter. Schaden ist da natürlich nicht drin. Bombe legen sowieso überhaupt nicht in Reichweite. Also 4 zu 4. Sie sollte dahin. Finde ich ein bisschen eingreifend. Vielleicht sollte das ein Sandzeug-Smoke sein. Ich glaube, die Stefan vielleicht sogar eher ein bisschen mehr Deckung als alles andere. Nate ein bisschen zu lang. Aber vielleicht hätte er noch gedacht, dass der Gegner in der Ecke sitzt. Der Molotov, der ist zu cool. Da liegt die Smoke. Oh, nein. Ist sie nicht. Ich nehme alles zurück. Deswegen spiele ich nicht. Deswegen spielen die Jungs hier. Adirox und einen schnellen Double von Kurz. Nee, links verschätzt sich aber dem Timing, steht dann auf und auf dem Feld, sodass Cressy die Möglichkeit hat, nachzuhalten. Und damit 2 gegen 2. Lesher hat sich das vielleicht ein bisschen aus der Hand nehmen lassen. Sie hatten eigentlich einen recht schönen Vorteil am Anfang. Robson, da wird Tatsache gegen geboostet. Das ist clever. Hat er nicht gehört. Kasin weiß aber dadurch natürlich ganz genau, wo die beiden sind. Aber Robson fällt auch gegen Port. Und die Underdogs holen sich Runde Nummer 9 zum 5 zu 4. Also, keine Ahnung, wie das gerade passieren konnte. Da hat sich Leisure vielleicht ein bisschen zu früh drauf eingelassen. Und das mit dem Boost war mächtig clever gespielt. Die dahin sollte. Auf jeden Fall war sie ziemlich gut, wenn der Gegner dicht dran wäre. Jetzt ist raus. Man muss den Gabelstapler. Er liegt nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob der genau dahin soll. Er lässt eine kleine Lücke. Und Jin ist da relativ weit durch, aber das reicht nicht, um es vernünftig zu decken. Die Kurz-Smoke liegt nicht. Und das ist eine essentielle Smoke, die einfach sitzen muss. Port kommt zumindest hoch, ich habe den Kurz immer gegengehalten, aber Stefan. 2 gegen 1, nur noch Xen. Boah, schöner Klick gegen Toni. Xen jetzt. Ah, wollte durchtappen, aber Stefan ein bisschen zu schnell. Hat ihn nicht hundertprozentig getroffen. 5 zu 5. Das hat natürlich Spieler gekostet, das heißt, Leisure muss jetzt weiter noch an den Geldreserven knabbern. Ich denke, die Underdogs werden dann nicht nochmal nachkaufen. Das ist genau diese Menge an Geld, bei der man auf keinen Fall kaufen möchte, weil man einfach die nächste Runde dann full equipped spielen kann. Egal wie sehr der Gegner am Hungertuch nagt. Klar, wenn man die Economy des Gegners brechen möchte, dann wäre es natürlich der optimale Moment, jetzt eine Runde zu holen. Aber andererseits könnte man natürlich auch seine eigene verlieren. Einige Teams würden das vielleicht spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Fanatic unter Umständen mal einen Kauf wagen würde. Einfach erstens, um die Gegner zu überrumpeln und zweitens, weil sie genau wissen, dass da kein Geld ist. Toni, Abschluss. Zwei Leute sind durch Richtung Sport, damit kann Cressy die Bombe legen. Das werden sie hier nicht mehr verhindern können, auch wenn der Molotov kommt. Cressy fackelt fast ab, ein AP noch. Aber die $800 für die gelegte Bombe, das ist das, was sie hier hauptsächlich erreichen wollten. Das hat er weglocken, Cressy! Junge! Das ist ein Glock und keine Deagle. Oder Tech 9. Hat die fast wie eine Tech 9 gespielt, habe ich das Gefühl. Also 6 zu 5. Leisure in Führung gegangen. Und jetzt heißt es für die Underdogs wieder gegenhalten. Auch die beiden Kills am Ende haben nochmal genug Schaden angerichtet, dass bei Leisure das Geld auch weiterhin knapp ist. Also eine verlorene Runde würde entweder die Eco oder den Forceball bedeuten. Direkt der Booster drüber, damit er über die Smoke schauen kann. Toni erfolgreich.
Stefan jetzt. Wirft auch mal den Blick Richtung Mitte. Ist nicht ganz ungefährlich. Kann natürlich sein, dass er gepickt wird. Deswegen der Peak mit dem Messer. Also Messer hat die höchste Bewegungsgeschwindigkeit. Deswegen kann man damit einen Shoulder Peak besser spielen. Beziehungsweise er hat ja mal richtig rumgeguckt. Einfach nur um Informationen zu sammeln. Jetzt kommt die Smoke da. Das ist oftmals so ein Moment, an dem man gerne rausgeht. Aber währenddessen geht es auf den Ausbau drauf. Schöne Gegenflash. Felix holt sich den einen, der nicht blind ist. Und sogar nochmal ein zweiter nachgesetzt. Stefan über die Mitte. Und es geht jetzt 4 gegen 1 zu Jin. Eigentlich nur noch die Hoffnung, ein bisschen Schaden zu machen. Er weiß ganz genau, dass er schon abgezielt wird. Deswegen dieser Versuch, da mit der Glock nochmal einen kleinen Fake zu machen, damit der Gegner sich unter Umständen wegdreht. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Na, 7 zu 5, Leisure. Also so langsam scheinen sie hier die Kontrolle rüber zu bekommen. Und wir erinnern uns an das Spiel gegen Etex, wo die Underdogs eine gute T-Performance hingelegt hatten und dann Probleme gekriegt haben auf der City-Seite. Deswegen würde ich sagen, dass 7 Runden schon mal gar nicht so schlecht sind. Vladirox. Kann das schon mal ein bisschen ausdünnen, bevor es auf den Spot raufgehen soll. Interessant, dass er keinen Backup hat. Was dauert denn da so lange, dass ihm mal jemand hilft? Also da hat sich Leisure ganz gewaltig verschätzt. Gerade in so einer Runde, wo der Gegner unter Umständen ja eine Force-Buy-Runde oder beziehungsweise Kevlar-Eco-Runde spielt. Gerade mit Pistols und Pack-9, da ist der B-Spot eigentlich sehr beliebt. Also das ist sehr riskant, den alleine spielen zu lassen. Thomas Felix rollt gut auf, auch die Flash, das ist wunderbar. Zu 5. Aber wie gesagt, ich bleib dabei, das hätte gut in die Hose gehen können. Dann haben sie nochmal Glück gehabt, sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Oh, meiner Meinung nach jetzt die erste richtig entscheidende Waffenrunde. Ups, auf Faven kriegt er mal einen Anschuss. Das war die MP, die ihn da erwischt hat. Ich kann von Glück reden, dass der Schuss durch das kleine Blech, große Blech ging. Tony. Xen ist zur Mitte raus. Und Tony darf da natürlich nicht facen. Er darf auf keinen Fall rumziehen. Ich weiß schon, dass er hier oben über die Pose zieht. Damit das unten jemand im Schach steht. Stefan. Boah, stark von Stefan. Oh mein Gott. Super Attacke von ihm. Wunderschöne 4 Frags. Immer Headshot und Hit. Kurzer Burst und dann ist der Spieler weg. Besser hätte man es nicht schießen können. Wow. Tja, und mit so einem Stefan ist natürlich auch nicht zu spaßen. Macht hier mal kurz Hackfleisch aus den Underdogs. Wow. Also, dazu fällt mir nichts mehr an. Ein. Das war allererste Sahne. Oh, Tony kann direkt noch mal ein bisschen gegenhalten, bevor es da überhaupt rausgeht. Verliert den ersten Spieler schon, bevor er die Smoke verlassen hat. Tony wieder von der Kante. Schöne AWP-Leistung von ihm. Jetzt wurde angegriffen. Versucht noch Zeit zu spielen, um eventuell ein bisschen Deckung zu bekommen. Aber Cressy kommt von kurz, kann zwei Leute ausschalten. Aber es ist zu spät, um die Runde noch zu retten. 10 zu 5 Halbzeitspielstand. Also, sehr gute Performance von Leisure, wie ich finde. Individuell gut. Tony hat stark gespielt mit seiner Awe, sobald er die in der Hand hatte. Robson, ultra solides Spiel. Ist wenig durch wahnsinnige Situationen aufgefallen oder besondere Einzelleistungen, sondern hat einfach solide seine Frags gemacht. Kaum Stellungsfehler. Immer dabei, immer da, wo man ihn gebraucht hat. Und Stefan zwischendurch, haben wir gerade gesehen, einmal auf dem B-Spot, wunderbar gespielt. Und jetzt dann am Ende diese unglaubliche 4K-Runde. Nur Felix fällt ein bisschen hinten raus. Auf der anderen Seite, Cressy hat seine Momente gehabt, wo man ihm, die man ihm definitiv anrechnen muss. Aber außer der Piste und den beiden darauffolgenden Runden und zwei Waffenrunden ist da nicht viel gewesen. Also Leisure ist schon... Ist schon hier, denke ich, definitiv besser gewesen in der ersten Halbzeit. Nicht nur vom Rundenstand, sondern auch hätte durchaus mehr sein können.
Das ist auch für die Piste, hat sich Leisure hier ein bisschen mehr was Richtung Mitte ausgesucht. Sam. Geht da direkt an rum, Sam. Ist auch ein bisschen was übrig, zieht sich sofort zurück. Um sich eine bessere Position zu arbeiten. Alles in Ordnung soweit. Und Leisure versucht die Mitte-Kontrolle auszunutzen, um Richtung B zu gehen. Muss natürlich an Paul vorbei, der hat die beste Position hier. Allerdings so Standard, dass viele Spieler die drauf haben. Kriegt einen Headshot und dann zweiter, der Vladirox moved auch auf den Spot drauf, aber das Ganze hat zu lange gedauert. Accenture von hinten mit zwei schnellen Kills, zwei schönen Headshots zum 10 zu 6. Die Piste, die holt er dann im Alleingang. So, wie üblich spielt man in der zweiten Runde dann den Force Buy. Also sprich Piste, Rüstung, alles Geld ausgeben. Was man sich eben leisten kann. Mit einer Eco geht da wieder ein bisschen was. Stefan hat aber hinter ein bisschen mitgeholfen, habe ich das Gefühl. Oder die Lag Compensation. So, Cressy hat die M4. Wie ging das denn gerade? Die sind einfach drauf marschiert. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass der... Was? Was hat denn Underdogs da gerade gemacht? Was haben denn die Underdogs da gerade gemacht, bitte? Dass Leisure da einfach auf den Spot drauf marschiert und sie auseinander nimmt. Ich habe keine Ahnung. Sorry, Leute, aber das ist an mir vorbeigegangen, wie das passiert sein konnte. Auf jeden Fall holt sich Leisure die zweite Runde. Alright. Jin guckt, dass er mal offensiv geht. Kriegt vielleicht ein paar Informationen raus aus der Main. Na, Rob sitzt in der Mitte. Sen hat ja auch relativ viel Präsenz gezeigt. Zeigt sich recht viel in der Mitte. Gerade an der Piste. Schönes Brett. Tony und Vladirock sind beide angeschossen. Also ein kleiner Fehler könnte unter Umständen große Auswirkungen haben. Oder vielleicht auch ein bisschen Pech. Aber die beiden werden da wohl nicht mehr allzu viel versuchen. Gucken nur, dass sie ein bisschen was an Exit-Tracks noch möglich machen, unter Umständen. Zum Beispiel Tony dort in der Mitte, der wäre gut angeschossen, ein Hit würde reichen. Hat verpasst, Faven.
So, Pause-Call. Ich kann noch nicht sagen genau, was da die Sache ist. Ich meine, Analogs hat es gecallt. Wahrscheinlich Teamspeak-Probleme. Es ist abgebrannt. Erster Autounfall. So, Robson gewinnt sein erstes Duell gegen Sen. Er hat so einen Headshot bekommen, aber das war die falsche Piste. So, die hohe Flash soll natürlich aushelfen, damit Felix ein bisschen mehr Rückendeckung bekommt, wenn er da durchmarschiert. Das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, wobei die beiden schon tot waren, bevor Flash da den Rücken bekommen hat. Jin deagelt nochmal Stefan um. Schöner Fleck gegen Vladirox. Vielleicht ist die Runde hier noch gar nicht vorbei. Ja, spätestens jetzt ist sie es. Alle können sich auf Schacht konzentrieren. Dann hat sich das Ganze erledigt. So, 13 zu 6. Jetzt geht's in die nächste Waffenrunde. Die Underdogs haben wahrscheinlich nur noch diese eine. Wahrscheinlich nur noch diese eine Rettungslinie hier. Wenn die Runde auch noch schief geht, dann geht die das Geld aus und dann wird Leisure höchstwahrscheinlich ihm die Partie hier abgeben. Gerade raus. Mit raus. Oh mein Gott, er sprayt einfach rum und kriegt Cressy irgendwie über den Haufen geschossen. Da ist natürlich bitter gelaufen. Die Flash saß wunderbar, aber irgendwie hat er ihn da doch noch erwischt. Das typische, ich drücke die Taste durch und wische einfach und hoffe. Ja, und jetzt Pod und Jin jeweils auf einem Spot. Sie müssen hoffen und ein bisschen ein kleines Wunder kriegen. Ja, ansonsten wird es wahrscheinlich hier sehr schnell vorbei sein. So, Jin. Kriegt er zu tun oder gehen die Jungs Richtung B? Momentan scheint sich Leisure noch nicht wirklich entschieden zu haben. Er hat zwei Spieler noch in der Mitte abgestellt. Der Rest des Teams weiß noch nicht ganz, wo es hingehen soll. Eigentlich muss uns nur gemeinsam spielen. 4 gegen 1 oder 5 gegen 1 sogar. Sollte locker möglich sein. 5 gegen 2. Selbst wenn sie auf einem Spot stehen, die beiden, dürfte eigentlich nicht viel schief gehen, wenn man es halbwegs sauber ausspielt. Deswegen einfach safe und sauber spielen. Jin geht jetzt down, wird übermannt von Kurz und von der Main. Richtig, Pop. Wird auch gerefragt. Zum 14 zu 6. Und ich habe es eben schon mal gesagt, das Geld bei Underdogs sollte relativ knapp sein. Das heißt, entweder man forst jetzt, das werden sie wohl tun, wie es aussieht. Oder man wäre halt dieser Overtime hinterhergerannt. Oben auf die Box. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was ausrichten von oben.
warm, damit die Flash nicht so unbedingt zu hören ist. Stefan und Felix nehmen sie gut auseinander. Alles wunderbar ausgespielt. Leisure hat es absolut safe gemacht. Sofort kommt die Smoke dahinter, die der Bomb noch extra Deckung geben soll. Und Xen am Gabelstapler, vielleicht kann er noch ein bisschen was ausrichten. Ziemlich schwierig genug, pusht einfach durch die Smoke durch. Gute Gelegenheit, seine Gegner sind ordentlich überrumpelt. Xen weiß gar nicht, wo er gerade anfangen soll. Eieiei, das könnte unter Umständen noch funktionieren. Jetzt sind die ersten Gegenflashes zur Wahl. Cressy und Xen versuchen sich erstmal um Vladirox zu kümmern, aber der smoket sich die linke Seite einfach ab. Und dort ein bisschen mehr Deckung. Vladirox, schön gespielt. Zedrom gegen Cressy, 15 zu 6. 9 Matchpoints für Leisure. Und das sollte eigentlich funktionieren. Die Underdogs kaufen jetzt noch einmal, was geht. Da wird die ein oder andere Farmers ausgepackt. M4. Diegel und Ford überlegt noch, kauft sich aber dann eine MP9, einfach um ein paar Granaten zuzusteuern und vielleicht auch, weil er sie im Nahkampf gern hat. Oh, Felix ist schon Mitte raus, hat sie an sich vorbeilaufen lassen. Wahrscheinlich rechnet man schon mit ihm. Frage, ob er hier mit der Smoke explodieren kann. Hat sie verpasst. Cressy mit der Diegel, was war denn das? Oh mein Gott, Cressy hat eben mal 4 Leute weggediegelt. Was soll denn da los? Eieiei. Einmal traut man dem Autodirector nicht. Okay. Ja, also Wahnsinn von Cressy. Jetzt holt er seine Jungs nochmal zurück hier ein Stück. Ob das jetzt nur das Unvermeidliche hinauszögert oder wirklich nur was Gutes ist, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut, dann holt er das einfach wieder. Jetzt Xen oben auf dem Booster. Kann vielleicht von da aus mit dem richtigen Timing den Gegner überraschen. Jawohl, der ist natürlich leichte Beute für Xen. Tja, und diese 4-Diegel-Shots von Cressy, die könnten das echt hier nochmal ein bisschen spannend machen. Nehmen wir mal einfach an, sie holen jetzt diese Runde, dann wäre das Geld bei Leisure knapp. Ne? Frank von Xen, das ist möglich. Vladirox und Felix gehen dann gemeinsam raus. Es hängt von Xen ab, er hat nur noch 1 AP. Ein Schuss irgendwo durch die Smoke wäre genug. Kriegt nochmal eine Support-Flash, rennt einfach wieder quer durch. Netter Versuch, aber Robson passt auf. Lässt ihn dann nicht weiter durchkommen. Robson jetzt. Verschießt. Hat noch eine zweite Gelegenheit. Auch der geht in die Wand. Und damit ist die Runde durch. 15 zu 8. Die Underdogs. Auf dem Weg hier vielleicht ein bisschen aufzuholen noch. Gelegenheit ist definitiv da. Ich denke, durch den Bomb Plant sollte Leisure da durchaus nochmal kaufen können. Die große Frage, wie spielt man die nächste Runde an? Leisure ist schon wieder Mitte raus. Sie kriegen da sehr viel Raum. Nutzen das aus, um hier den BKO anzuspielen. Pot
Guckt, dass er sich so viel wie möglich verteidigt. Auch Zeit spielen ist jetzt seine große Devise. Irgendwie warten, bis das Backup antanzt. Also seine Mates sind schon längst da, versuchen in die Offensive zu gehen. Cressy pusht einfach raus. Hält den Go weiter aus. Tony jetzt. Und jetzt sind erstmal die Fronten geklärt. Der B-Spot ist in der Hand von Leisure. Die Sache ist, man hat keine Smokes mehr zum Nacharbeiten. Und jetzt so langsam geht schon die City-Base-Smoke raus und weg. Das heißt... Faven, schöner Frag, wichtig. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit mehr, da unentdeckt durchzukommen. Jin, und es geht jetzt 1 gegen 3 für Tony. Schnappt sich den ersten, der zweite ist so schnell. Und Runde Nummer 9 für die Underdogs. Die Flasche ab. Hat noch Gelegenheit zurückzuschießen. Jin schießt aber seinen Mate weg. Stefan. Hat ein bisschen gedauert, hat viel AP gekostet. Ein AP noch. Und Xen auf dem Spot mit der Arme. Wir halten mal so ein bisschen den Blick oben links aufs Radar. Da kommt nämlich Cressy aus der Main. Und spätestens das sollte ein Todesurteil sein. Jawohl, 15 zu 10. Und die Underdogs holen weiter auf und so langsam kommen wir in den Bereich, wo es wirklich interessant werden könnte, wo man darüber reden muss, ob sie das Comeback hier vielleicht noch hinbekommen. Aber jetzt mit den Runden wird es natürlich wahrscheinlicher, dass Leisure immer mehr kauft. Denn sie haben jetzt den Loser-Bonus ab der nächsten komplett. Das heißt, es gibt jede Runde 3400. Ein Bombplant an sich wäre schon wieder eine Buy-Round mehr oder weniger. Mal schauen, ob sie das hinbekommen. Oh, sollte kein B-Go werden. Wir haben mit dem Gedanken gespielt, wie es aussieht. Also richtig durchgezogen hat uns jetzt nicht. Cressy nutzt die Smoke, um ein bisschen Deckung zu bekommen. Der Frag an Felix hat ihm etwas Zeit verschafft. Dann holte sich Stefan auch noch. Nicht ganz die Kante ausgenutzt. Die One-Way-Smoke also nicht effektiv für sich genutzt bekommen. Aber der kommt schon Faven aus dem Schacht raus. Das wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich zu retaken sein. Es sei denn, Vladirox regelt das hier im Alleingang. 15 zu 10. Raubst du mit der Nate. Und Xen ganz alleine. Wenn er sich holt, dann sind sie raus. Dann fahren die Underdogs nicht aufs Finale. Robson positioniert sich unter ihm. Und Xen ist soweit schon raus. Hat nicht mitbekommen, dass er hinter ihm ist. Robson trotzdem down. 73 AP. Und Xen fällt. Da ist es passiert. Leisure zieht in die nächste Runde ein. Und die Underdogs sind raus. Fahren nicht nach Köln. Also können sie schon machen. Aber nicht als Team. Nicht um an der Meisterschaft teilzunehmen. GG. Well played. Ein wohlverdienter Sieg natürlich für die Jungs von Leisure. Aber die Underdogs haben...